Ja, hallo Ute. Ja, hallo Maha. Steigen wir doch gleich mit einer Frage ein. Warum sollte man am 24. September die Piraten wählen? Weil wir beide die Berliner Doppelspitze sind. Ja, das ist sicherlich ein guter Grund. Wir beide im Bundestag würden dort ganz neue, wahrscheinlich Schwerpunkte und Nuancen setzen. Das denke ich auch. Und es hat natürlich auch den Vorteil, zumindest für uns beide, dass wir uns selber wählen können. Ja. Denn viel Wählbares ist ja auch sonst nicht dabei. Ja, warum engagierst du dich für die Piraten und warum bist du Spitzenkandidatin geworden? Ja, ich engagiere mich deswegen seit 2012 für die Piraten, weil ich beim Schauen einer Nachrichtensendung 2012 im Januar oder Februar, ich weiß gar nicht mehr, über was das eigentlich war, mich so aufgeregt habe, dass ich mit meiner Frau zu der Erkenntnis gekommen bin, meckern alleine hilft nichts, wir müssen jetzt mal was machen. Richtig. Und wir müssen uns selber einbringen. Ja. Und da ich auch die Zeit dazu hatte, habe ich gesagt, ich werde mich jetzt mal kundig machen und die Wahlprogramme von den Parteien lesen, von denen ich sie ohnehin noch nicht kannte. Mhm. Und da bin ich bei den Piraten hängen geblieben und die hatten ein Grundsatzprogramm, das ich bis auf kleinere Abstriche sofort unterschrieben hätte. Ah ja, ja, ist mir eigentlich ähnlich gegangen. Kann man sagen, Politik aus Notwehr? Absolut. Deswegen habe ich mich dann auch engagiert. Ich habe ja zuerst in der BVV-Fraktion mitgemacht und als Olaf Lengner mit dem Slogan auf seinem Wahlplakat als Direktkandidat in Lichtenberg jetzt auftrat, habe ich gedacht, das trifft es genau. Das ist mir genauso gegangen, dass man das nicht weiter so hinnehmen darf, sondern man muss was tun, man muss sich wehren. Ja, genau. Gegen die Ungerechtigkeiten, die von der Politik seit Jahrzehnten, kann man sagen, verzapft werden. Mhm. Und genau diese Ungerechtigkeiten, und das finde ich hier auch dieses Dreiste, prangern sie jetzt auf ihren Wahlplakaten an und haben aber vergessen, drunter zu schreiben, wir sind seit 25 Jahren dafür selber verantwortlich, dass es jetzt so ist. Genau, also da gibt es tatsächlich viele Versprechungen, die dann eben nicht gehalten werden, beziehungsweise die von vornherein irgendwie leer sind. Ja, ein Thema von dir ist ja das bedingungslose Grundeinkommen. Ja. Ja, warum brauchen wir das bedingungslose Grundeinkommen? Ja, wir brauchen das bedingungslose Grundeinkommen, weil es eine Vollbeschäftigung in diesem Land nicht mehr geben wird. Auch wenn uns andere Parteien das immer wieder einreden wollen, dass doch die Beschäftigungszahlen wieder steigen werden, das werden sie nicht. Die Arbeitslosenzahlen werden in die Höhe gehen. Durch die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft werden diese Arbeitsplätze wegfallen. Und sie werden auch vorrangig in der Autoindustrie wegfallen. Da wird, wie ich immer gerne sage, zum Schluss nur noch ein Mensch dort angestellt sein, der die abschließende Politur dort macht. So, ja, das können auch Roboter besser. Ja, aber dass sie noch mal einen Augenschein das nehmen und was weiß ich. Und auch, dass die Elektromobilität da schuld sein soll, dass Arbeitsplätze wegfallen, das ist alles Augenwischerei. Diese Motoren müssen genauso gebaut werden. Genau, und die Teile, die in das Auto verbaut werden, damit dieser Elektromotor arbeiten kann, die müssen auch gebaut werden. Ja, so. Das geht automatisch. Das machen Roboter. Ja. Und da braucht man dann wenig Leute, die da mit anfassen. Deshalb gehen da sicherlich sowieso Arbeitsplätze verloren, wie allenthalben. Also ich meine, das ist ja gerade das Konzept der neuen industriellen Revolution, also Industrie 4.0, dass man keine Arbeitskräfte mehr braucht. Ja, ich zielte eben bloß darauf ab, dass sie sagen, ja, mit den Dieselmotoren und so und Elektro, das geht nicht. Und dann, wenn wir jetzt keine Motoren mehr bauen, dann fallen so viele Arbeitsplätze weg. Ja, das ist natürlich Blödsinn. Ja, also die fallen ohnehin weg. Also in gewisser Weise ist das Grundeinkommen alternativlos, beziehungsweise es gibt schon Alternativen zum Grundeinkommen. Die sind aber nicht erstrebenswert, denn die Alternativen zum Grundeinkommen müssten dann irgendwie sowas sein wie schlechte Arbeitsbedingungen, möglicherweise auch sowas wie Arbeitszwang und eben Hartz IV, was natürlich keine gute Alternative ist. Es gibt überhaupt keine Alternativen und die Leute
wissen einfach zu wenig über das Grundeinkommen. Mhm. Und deswegen, wenn man am Stand steht und sagt, ja, wir treten für das bedingungslose Grundeinkommen ein, dann kriegen die zum Teil eine Schnappatmung und sagen, oh, wer soll das finanzieren? Wer soll das bezahlen? Wie soll das überhaupt gehen? Ja. So, und das haben schon zig Leute aus verschiedenen Fachbereichen durchgerechnet, es ist finanzierbar. Ja, es ist finanzierbar. Und wenn man, muss man einfach mal ein kleines Beispiel geben soll, alle Beamten, Angestellten und Behörden, die sich mit der Erfassung der Bedürftigkeit beschäftigen und mit der Schikane der Arbeitslosen, die würden sofort wegfallen. Dadurch wird ein Haufen Geld eingespart und Humanität würde sich breit machen. Das war jetzt nicht von mir, sondern das war von einer politischen Kabarettistin, die das für sich, für meine Begriffe so einerseits auf den Punkt gebracht hat. Das ist nur ein Teil. Ja, ja, das ist nur ein Teil. Das ist nur ein Teil. Wir hatten 2013 Sozialausgaben im Staatshaushalt, die betrugen 12.500 Euro pro Kopf der Bevölkerung im Jahr. Das ist jetzt also 4 Jahre her. Und man kann davon ausgehen, dass die Sozialausgaben noch gestiegen sind in den letzten 4 Jahren. Ja. So, das sind runtergerechnet auch 1.000 Euro pro Person, pro Kopf der Bevölkerung, die an Sozialausgaben ohnehin schon ausgegeben worden sind. Ja. Und kann man nicht alle Sozialausgaben einsparen? Weil es gibt natürlich immer wieder Leute, die über das Grundeinkommen hinaus noch mehr brauchen. Ja, aber man kann ja eben, wie gesagt, auch woanders sparen. Ja. So, und man kann auch noch natürlich Geld generieren. Und die meisten Leute wissen das gar nicht. Ich sage dann immer, ja, wir müssen mal eine gerechte Umverteilung einführen. So, und müssten dann wieder auch die an den Sozialsystemen sie beteiligen lassen, die genug Geld haben. Wir haben ja eine sogenannte Beitragsbemessungsgrenze. Die ist jetzt für 2017 für Kranken- und Pflegeversicherung bei 4.350 Euro. Und für die Renten- und Arbeitslosenversicherung bei 6.350 Euro. Ja. So, jeder, der mehr verdient, bezahlt aber nur bis dahin seine Sozialabgaben. Das heißt, der, der wenig verdient, der zahlt den vollen Satz. Und jeder, der 20.000 Euro im Monat verdient, zahlt nur bis zu 6.000, also nur für ein Drittel seines Einkommens, zahlt er Sozialabgaben. Das ist total ungerecht. Und da muss man rangehen. Und da wird so viel Geld generiert werden. Das ist auch ein gutes Mittel gegen Kinder- und Altersarmut. Ja, genau. Und dass diese Systeme funktionieren, zeigt zum Beispiel die Schweiz. Nun kann natürlich jeder sagen, wenn die Reichen jetzt so viel einzahlen, dann kriegen die auch eine Riesenrente. Wer soll das bezahlen? Man kann als Staat das aber auch regulieren und sagt, genauso wie wir eine Grundrente etablieren, etablieren wir auch eine Höchstrente. Und das, genau das System haben sie in der Schweiz. Das ist bewährt. Der Schweiz geht's gut, die können auch noch von ihrer Händearbeit leben. Und auch von ihrer Rente. Ja. Es geht, der politische Wille fehlt. Ja. Und um diesen politischen Willen durchzusetzen, wollen wir den Bundestag. Genau. Genau so ist es. Ja, das ist eigentlich ein gutes Fazit. Ich denke, dass darum geht's. Also das bedingungslose Grundeinkommen soll kommen und soll möglichst bald auch kommen. Und ich denke, da ist sicherlich bei den Piraten der politische Wille da, das eben auch voranzubringen. Ja, das nächste Argument, was immer kommt, ist, ja, wenn wir jetzt hier jedem meinetwegen 1.000 Euro im Monat geben, dann geht ja keiner mehr arbeiten. Ja gut, aber das... Das sagst du. Also hat man eine Studie in Auftrag gegeben. Und in dieser Studie haben 80% der Befragten gesagt, ja, sie würden natürlich selbstverständlich arbeiten gehen. Also das ist doch ganz klar. Ja. Weil der Mensch ist nicht so gebaut, dass er sich zu Hause hinsetzt, die Füße hochlegt und den lieben Gott einen guten Mann sein lässt. Sondern man will ja was machen. Ne? Ich selber habe auch so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen und ich engagiere mich ja auch. Ja. So, ich gehe ja auch arbeiten, aber ich habe eben den Vorteil, ich mache nur das, was mir Spaß macht. Ich bin nicht mehr gezwungen, mich an irgendwen unter Wert zu verkaufen. Ja. Ich kann auswählen und dann könnte jeder auswählen. Und 450 Euro Jobs, die zu gering bezahlt sind, würde dann keiner mehr machen. Das ist natürlich ein Dorn im Auge derer, die davon leben. Oder die von Leiharbeit leben. Das mögen sie gar nicht. So, aber es würde nicht nur viel mehr, mehr höfliches Miteinander eintreten in die Gesellschaft, wenn jeder sich keine Sorgen mehr um sein täglich Brot machen müsste. Ja. So, wenn er sich über Geld an sich keine Gedanken mehr machen müsste, weil er weiß, mein Level ist gedeckt, alles, was ich dazu verdiene,
ist mein Luxus. Ja, das ist mein Urlaub. Mhm. Das sind schicke Sachen für die Kinder. Mhm. Das sind Spiele, was weiß ich. Ja. Genau, also ich denke, wenn die Existenzangst wegfällt, dann verändert sich auch die Gesellschaft positiv, weil eben diese Ängste nicht da sind und dann eben auch die Gesellschaft einen ganz anderen Charakter bekommt. Deshalb ist das sicherlich auch allein dafür ein gutes Argument für das Grundeinkommen, eben, um eben die Existenzängste den Menschen zu nehmen. Ja, das Schöne an der Studie war, die haben natürlich dann auch weitergefragt, diese Leute, die befragt worden sind, was denken Sie denn, würde Ihr Nachbar machen? Würde der auch arbeiten gehen oder nicht? Ja, ja. Und da haben eben genau auch wieder 80% gesagt, also hier, nee, die haben gesagt, 80% haben geantwortet, mein Nachbar würde nicht arbeiten gehen. Ja, ja. So, also die denken immer das Schlechte. Ja, ne? Und genau. Deswegen, das sind eigentlich auch die, die an den Stand kommen und sagen, es würde keiner mehr arbeiten gehen. Mhm. Ich nicht. Ja. Ich habe dann auch immer gefragt, wieso, würden Sie zu Hause bleiben? Nein, ich nicht. Ja. Ne? Aber, und das ist eben dieser, ich glaube, der Irrtum. Mhm. Der so sich breit gemacht hat, was aber nicht ist. Mhm. Ja. Ja, also sicherlich werden viele Leute weiter arbeiten und sicherlich wird auf diese Weise tatsächlich, also da bin ich ganz überzeugt, dass sich da vieles zum Positiven wenden würde. Und wie wir am Anfang festgestellt haben, die Alternativen zum Grundeinkommen sind alle weniger erstrebenswert. Ja. Warum ich noch dafür bin, dass die Piraten in den Bundestag kommen, weil wir haben, wenn man mal unsere Berliner Liste anguckt, wir haben einen sozusagen beruflichen Querschnitt durch die Bevölkerung dort vertreten. Ja, das ist richtig. Und keine Juristen. Ah ja. Wir haben keine Juristen, die als irgendwelcher Jungspund in der Partei angefangen haben und ohne Berufserfahrung dann im Bundestag gelandet sind. Ja, sowas sowas haben wir nicht. Also wir haben wirklich vom Rentner, Hochschulprofessor, wissenschaftlichen Mitarbeiter, Angestellten im Großhandel bis zum Rentner oder Rechtsanwalt und Notarsgehilfen haben wir alles, Selbstständige. Ja. So, also wir bilden wirklich den Querschnitt der Bevölkerung auch ab und haben auch wirklich das Ohr an der Masse. Ja, wobei ich natürlich sagen würde, Juristen tun in der Politik sicherlich auch gut. Das Problem ist halt nur das Konzept des Berufspolitikers. Und das haben wir bei uns nicht. Ja. Ich sage ja nicht, dass Juristen schlecht sind. Ich wollte nur sagen, es gibt schon genug davon. Mhm. Und wir müssen die noch nicht weiter auffüllen. Ja, ja. Sondern ich denke, die anderen sind eher unterrepräsentiert. Mhm. Das ist richtig. Ja, auch von daher, also die Liste ist sicherlich sehr interessant. Und wie gesagt, also die Piratenliste ist sicherlich aus ganz objektiven Kriterien eine, die wirklich wählbar ist. Ja, und wir haben es ja eigentlich in den Parlamenten auch schon bewiesen, dass wir nicht nur labern, sondern wirklich auch machen. Stimmt. Und wirklich auch tagesaktuell auf die Probleme reagieren. Mhm. Ja? Und man kann das sehen, wenn man sich das Wahlprogramm 2011 anschaut, was davon umgesetzt worden ist. Und da ist ja viel vorangebracht worden, eben selbst von einer Fraktion oder von Fraktionen ja auf Bezirksebene, die immer in der Opposition sind oder waren und dennoch die Ideen des Wahlprogramms vorangebracht haben. Ja, absolut. Ja. Also das kann man auch so sagen, aber auch vor also wir versprechen nichts, was wir nicht auch halten. Ja. Das kann man sagen, also das ist auch nachprüfbar. Und es ist eben so, dass wir auch auf tagesaktuelle Dinge schnell reagieren. Mhm. Das haben wir in der BVV gemacht und das haben wir auch im Abgeordnetenhaus gemacht, als dieser Flüchtlingsstrom ankam. Mhm. Und es war jetzt ein großes Rätsel, was machen wir mit den kranken Flüchtlingen? Wer bezahlt die Krankenbehandlung? Mhm. Da haben die Piraten die Chipkarte auf den Weg gebracht und haben die Gesundheitskarte für Flüchtlinge mit eingeführt. Ja. Ja, das waren wir. Mhm. Erzähl das einem, das weiß keiner. Ja, ja. Ja, es ist auch nicht transportiert worden in den Medien. Ja. Genau. Als es hier mit der Grunewaldstraße 87 war, habe ich einen Dringlichkeitsantrag eingebracht und habe einfach nur mit diesem Dringlichkeitsantrag gefordert, die Enteignung nach ASOG durch das Bezirksamt prüfen zu lassen. Mhm. Allein, dass der Antrag durchgegangen ist und in den Ausschuss, in den Stadtentwicklungsausschuss verschoben worden ist, hat gemacht, dass der dort Ordnung geschaffen hat, der Eigentümer. Ja,
Genau. Ja, wir brauchen den dann gar nicht mehr zu verhandeln. Ja. Aber ähnlich ist es ja auch mit der Rekommunalisierung der Wasserbetriebe gelaufen. Ja, genau. Alleine, dass die Piraten die Klage eingereicht haben, hat gemacht, dass der Senat schnell selber zurückgekauft hat, weil man wusste ja nie, was da rauskommt. Genau. Und das sind eben so die Sachen, dass dazu braucht es eben Piraten in den Parlamenten, dass man sowas auch macht. Mhm. Oder hier in der Grellestraße die Bänke, die da vorne stehen, wenige Meter von hier. Ja, das war ja auch nicht zu machen. Wegen Vandalismus war ja das neue Aufstellen der Bänke nicht möglich, weil die würden ja gleich wieder die Böschung runtergeschmissen werden, hat mir der damalige Stadtrat Krüger die gesagt. Stehen immer noch. Und wir haben sie dann vor einem Jahr aufgestellt und sie stehen immer noch da. Ja, also das geht dann doch. Ja, natürlich. Man muss es nur tun, wollen. Statt reden. Ja. Genau, man muss es nur machen. Ja, das ist, glaube ich, auch ein schönes Schlusswort. Dann werden wir auch in Zukunft das tun, was wir sagen. Genau. Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Danke auch.